Das ist ein verrücktes Zeug hier. Muss man mal ausprobieren. Also, irgendwie abziehen. Ah, oh. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das jemals wieder abkriege. So rum. Na, ist doch nicht schlecht. Klasse. Also ich bin eigentlich nicht so sehr für Fasching. Aber in der Zeit gerade, ehrlich, da tut es gut, einfach mal ein bisschen verrückt zu sein. Einfach mal was zu machen, was vollkommen verrückt ist. Oh, naja, ich weiß nicht. Ist das richtig so? Ich brauche immer wieder mal Zeiten, um mich auszutoben. Und da bietet sich doch der Fasching mal an. Jetzt ist es ein bisschen Glitzer. Das machen wir jetzt auch noch drauf. Einfach was Blödes machen. Und warum nicht auch in der Kirche? Klar, ist doch. Ist doch so. Hallo? Und wie schaut's aus? Nicht so ganz sicher. Muss man noch ein bisschen mehr Glitzer drauf machen. Guck mal hier. Wenn du schon so zuschaust, mach mal ein bisschen mit hier. Mach mal ein bisschen da was hin. Guck mal da drüben. Ah, das ist gut. Einfach mal glitzern lassen. Perfekt. Einfach verrückt sein mal. Auch in der Kirche. Warum denn nicht? Und die Lorenzkirche bietet sich geradezu dazu an. Hier, dieses wunderbare Bild zum Beispiel. Da haben wir drei verrückte Geister. Die toben umeinander. Hier oben ist noch einer. Und ich stelle mir vor, wie die hier saßen früher in ihren tollen Kleidern. Und dann schauen die auf dieses Bild mit diesen Faschingsgeistern. Das ist doch klasse. Ja, das gefällt mir. Also ich bin auch überhaupt kein Faschingsmensch. Aber das ist dieses Jahr das Einzige, was ich nicht wirklich vermissen werde. Und darum habe ich mich hier schnurstracks zu der Lieblingsschnitzerei meiner Kinder gesetzt, diesem mittelalterlichen Kotzer. Hier sieht man so einen, der so richtig, dieser Kopf, vielleicht hat er da so einen Faschingshut auf und er kübelt so richtig schön in den Eimer rein. Und ich habe auch Deko dafür mitgebracht.
der Aschermittwochmorgen, denn der kommt nach all dieser Faschingsseligkeit und diesem aufgesetzten Fröhlichsein. Und das können wir doch auch nicht vergessen als Kirche. Hey, ich kann da nicht länger zuhören. Dann lass es. Sorry. Ich mach dich mal ein bisschen locker. Du, ich finde, als Kirche müssen wir verantwortlich sein, wir müssen nachdenklich sein, wir müssen ernst sein. Denn ich meine, es geht ja spätestens an Aschermittwoch weiter mit Lockdown, mit Mutationen und mit diesem ganzen Quatsch. Das wird von uns auch erwartet und das ist doch auch richtig, oder? Ich meine, das Einzige, was für diese beschwipsten Geister da drüben spricht, ist, wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es natürlich den hier auch nicht. Now hath Flora robbed her bowers to befriend this place with flowers. Strow about this sky rained never kindlier showers. Flowers with bridals well agree. Fresh as brides and bridegrooms be. Strow about, and mix them with fit melody. Earth hath no princelier flowers than roses white and roses red. But they must still be mingled. And as a rose new plucked from Venus' thorn, so doth the bride her bridegroom's bed adorn. And as a rose new plucked from Venus' thorn, so doth the bride her bridegroom's bed adore. Wenigstens ein bisschen locker. Mensch, Jan, du mit deinen Rollmöpsen, ich kann's gerade nicht hören, das gibt's gar nicht. Da lobe ich mir doch meinen Faschingskrapfen. Hier. Und ich finde, hier gehört was Herzhaftes her. Immer dieses Herzhafte und Enge und Starre und Strenge. Mach mal ein bisschen locker. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, darum geht es eigentlich nicht so richtig. Um den Streit zwischen Krapfen und Rollmops oder um den Gegensatz zwischen Fasching, ob man ihn mag oder nicht. Es geht hier vielmehr darum, dass diese Extreme da drüben, die beschwipsten Geister und hier der Kotzer, seit 500 Jahren in dieser Kirche friedlich nebeneinander sind unter den Augen des Gekreuzigten. Dass hier das zusammengehört und das ist ja im Leben auch so. Überhaupt in unseren Kunstwerken, das ist große Traurigkeit und große Freude, all das vereint. Nur leider wird halt immer das Traurige und das Strenge und das Ernste in der Kirche gesehen und man darf nicht laut reden und leise und vorsichtig und Mensch, und einfach mal ein bisschen locker sein. Das ist so wichtig. Und das tut mir richtig gut, dass ich das hier in Lorenz auch sein darf. Aber es ist eben auch gut, dass es wirklich alles sein darf und zusammengehört und dass keiner auch gezwungen werden muss, Fasching zu feiern. Okay. Und hier unser Herr, der schaut zu. Und ich denke, das ist gut. Der freut sich vielleicht sogar. Und auch sauer macht lustig. Hello. Ach. Aber der Krapfen ist trotzdem besser. Amen. Thank you.
Heute ging es darum, dass hier in der Kirche alles einen Platz hat, auch die Extreme. Aber es gibt ja vielleicht Themen, die Ihnen am Herzen liegen und die wir hier mal besprechen sollten. Und darum rufen Sie uns an, schreiben Sie uns, geben Sie uns ein Interview für die hoffentlich spannenden Kurzandachten der nächsten Zeit. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diese Faschingswoche, die Woche, in der die Fastenzeit beginnt, unter dem Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.